Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Leopolars, Leute, mit einem neuen Video heute für euch. Wir reagieren heute mal auf iCrimex, auf Revinzeit und auf Arian. Wenn es uns auch reicht, Leute. Wenn ihr schon mal nichts mehr verpassen wollt, gerne den Abo-Button und die Glocke aktivieren und nichts mehr zu verpassen, gerne noch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich freuen. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange, wir gehen auch direkt rein, Leute, und let's go. Cramex hier, was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Und meine Freunde, ihr könnt schon sehen, wir sind heute in einem neuen Auto unterwegs. Und zwar, warte mal, ich fahre mal hier rechts ran, hier beim Würfelpark. Wir sind hier gerade in einer Probefahrt von einem Rolls-Royce Cullinan, Leute. Übelst geiles Auto. Habe ich heute zur Probefahrt bekommen vom Rolls-Royce-Händler hier in der Stadt. Und ich wollte euch mal fragen, ob ihr das Auto krass findet. Ich meine, gönnt euch den einfach mal. Sieht unnormal heftig aus. 700.000 Euro kostet der. Und das Krasseste, Leute, das werde ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar, der hat einfach auch diesen Sternenhimmel, wie Rolls-Royce das eben immer hat. Leute, guck mal, ich mache mal hier die Tür auf. Man sieht das hier noch nicht so. Ich muss mal alle Türen aufmachen. So, und zwar, Leute, seht ihr das? Man sieht es jetzt ein bisschen schlecht, aber einfach, der hat sogar diesen Sternenhimmel hier drin. Das leuchtet nachts. Also voll das geile Auto, aber kostet halt auch 700.000 Euro. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, ob wir uns das Auto kaufen sollen. Hä? Wer redet hier? Hilfe! Human Labs hinter mir her! Hä, was faselst du, alter Mann? Wer bist du? Nimm die Flasche sofort! Die Menschheit hängt davon ab! Bro, Alter, du bist ein Chunky. Ich will dein Bier nicht haben. Ich tue es in dein Auto rein! Hä, was macht der? Ey, hör auf, Bier in mein neues Auto reinzumachen. Was wird die Zukunft der Menschheit besiegen? Die Menschheit wird untergehen, wenn es nicht geschafft wird. Ich muss weg. Sie sind hinter mir her. Sie wollen mich töten. Sie wollen mich knechten. Hilfe! Hä? Ey, Leute, was hier gerade... Was? Der hat irgendwas davon geredet, dass irgendein Labor ist hinter ihm her. Und Alter, der hat das Bier hier in mein Auto reingeschüttet. Ey, Mann, immer... Ey, in Los Santos in GTA ist so schlimm mittlerweile mit diesen ganzen Obdachlosen hier. Hey, was geht hier denn? Rechts, bleib stehen, bleib stehen! Was geht denn hier jetzt ab? Sie? Ja? Haben Sie vielleicht zufällig gerade einen Mann gesehen? Ja, hier war gerade so ein alter Mann, der hat Bier in mein Auto reingekippt. Alter Mann, genau, der hatte eine magische Substanz bei sich. Diese Substanz wird einfach die Welt ändern, wenn wir diese Substanz nicht wiederbekommen, verstehen Sie das? Hä, also, ey, ganz kurz, warte mal, Mr. Doktor Forscher. Hier kam gerade ein alter Mann. Ist mir scheißegal, wenn Sie wissen, wer der alte Mann ist, sagen Sie mir den Namen, weil den werde ich anzeigen. Der hat einfach Bier in meinen neuen Rolls-Royce reingekippt, Alter. Darf ich mal die Substanz sehen? Bier? Nein, das war nur eine Bierflasche. Beruhigen Sie sich jetzt mal. Vielleicht ist die Substanz in der Bierflasche. Nein, das war eine Bierflasche. Wir müssen Sie jetzt leider mitnehmen. Kommen Sie mit, steigen Sie sofort ein. Hä, was? Was machen Sie hier? Gehen Sie sofort ein oder Sie sind hier verhaftet. Sofort einsteigen. Hey, sind Sie hängen geblieben, Alter? Sofort einsteigen. Ja, okay, ist ja gut. Ey, Alter, was ist denn euer Problem jetzt hier? Beruhigen Sie sich mal. Jeffrey, kümmer du dich um ihn. Ich guck mir das Auto an. Das Auto muss nochmal komplett abgecheckt werden. Hier muss doch die Substanz sein. Alter, warte mal. Hör auf, mein Auto anzufummeln. Ich geh jetzt hier nochmal halt raus. Halt die Schnauze da drinnen! Warum hat der Forscher überhaupt eine Knarre dabei? Alter, wenn ich hier einen Fleck in meinem Rolls-Royce sehe, dann raste ich aus. Haben wir uns verstanden? Beweg dich nicht, oder ich werde dich abknallen. Du weißt... Guck mal, da ist der alte Mann! Da ist dieser alte Mann! Da ist der alte Mann! Nein! Da hinten ist er! Schnappen Sie sich den! Ey, Leute, schau mal! Ich hau ab, mir ist das hier zu krank. Digga, was ist hier los? Ich muss hier erstmal die Türen zumachen. Meine Website. Selbstgebaut. Mit Jimdo. Kostenlos und mit Gelinggarantie. Weg mit deiner Website da. Ey. Hilfe! Ey, Leute, was geht da hinten ab? Die jagen den ja. Nein. Oh! Ey, der hat den über den Haufen gefahren. Die haben den alten Mann umgefahren. Ey, die Forscher sind ja richtig brutal. Die haben Waffen und so weiter. Oh, Hilfe! Ey, zum Glück haben die mich jetzt in Ruhe gelassen. Gerade eben wollten die mich ja in ihr komisches Labor mitnehmen. Ey, Leute, irgendwas läuft da ganz, ganz schief. Irgendwas ist da falsch. Die haben den alten Mann einfach zusammengeschlagen. Oh, bitte. Ey, vielleicht einsteigen! Ich dachte, das wäre nur so ein alter Obdachloser, der irgendwie betrunken ist oder Lack gesoffen hat oder so. Aber irgendwie, wenn die den so krass bedrohen und mitnehmen in Labor, ich glaube, irgendwas ist da. Leute, wisst ihr was? Wir werden den verfolgen. Lasst jetzt natürlich immer erstmal ein Like und ein Abo da für mehr GTA 5 RP, Leute. Läuft. Oh mein Gott, ich wollte heute eigentlich nur hier mein neues Auto testen und euch fragen, ob wir das kaufen sollen. Aber hier ist ja schon wieder diese andere Action. Wo sind die hin? Wo sind die hin, Leute? Wir müssen schnell hinterher, wir müssen ganz schnell hinterher. Ich glaube, die sind ja gerade ausgefahren. Das sind die direkt vor uns, Okay, wir bleiben so ein bisschen auf Abstand. Warte mal, ich höre den. Wir sind so nah dran, dass ich den sogar hören kann. Sei leise da hinten. Ich glaube, die haben den sogar geknebelt. Die haben seinen Mund. Die haben ihm irgendwas im Mund gesteckt. Die haben den geknebelt. Das ist ganz komisch.
Ey, das ist ganz komisch, was hier passiert. Leute, wie gesagt, wir werden jetzt mal unauffällig verfolgen und mal abchecken, wo die den hinbringen und was mit diesem Zaubertrank auf sich hat oder irgendwas mit einer Geheimelixier, Geheimformel. Irgendwas hat der Typ gelabert. Das, und vor allem diese Bierflasche ist doch hier noch in meinem Auto drin. Vielleicht ist das ja wirklich nicht einfach nur Bier. Vielleicht ist das ja wirklich ein Geheimtrank. Leute, ich würde sagen, wir verfolgen die jetzt mal. Ey, Leute, ich verfolge die jetzt hier schon richtig lang. Wir sind übelst weit aus der Stadt raus in der Wüste. Ey, Leute, da vorne ist das Human Labs Labor. Hier hat man ja eh schon öfter so Skandale gehört, dass hier mit Menschen rumexperimentiert werden soll und sowas. Alter. Ey, warte mal, die sind da einfach in die Schranke reingefahren, aber wir können da nicht einfach rein. Da ist ja so eine Absperrung. Wir müssen uns da irgendwie reinsneaken. Ich werde hier mal das Auto jetzt verstecken. Okay, wir schauen da mal, ob wir da irgendwie reinkommen. Oh, nein, 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 da vorne steht jemand. Seht ihr das? Da vorne steht jemand. Scheiße, aber er ist alleine. Warte mal, ich nehme mal mein Scharfschützengewehr raus. Der Typ ist alleine. Vielleicht können wir den irgendwie ausschalten. Wir müssen uns da auf jeden Fall reinsneaken. Ich will unbedingt wissen, was da drin vor sich geht und was das für ein komischer Trank ist, den wir hier haben. Wisst ihr was? Wir gehen da einfach rein. Ich werde mich ansneaken. Wir werden das Auto hier verstecken hinter diesem Schild. Da sieht man das nicht. Wir werden uns jetzt hier mal so ein bisschen anschleichen und versuchen, den Typen irgendwie auszuschalten. So, warte mal. Hier in den Büschen entlang. Gehen in diese Büsche entlang. So, perfekt. Der sieht uns nicht, der sieht uns nicht. Boah, Leute, guck mal, das ist sogar so ein richtiger Söldner, so ein Black Ops Skin. Die sind richtig gefährlich. Der Typ ist ein echter Killer, Alter. Wir müssen den leise ausschalten, ganz leise. Die dürfen keine Schüsse hören. Ja, sehr gut, sehr gut. Der schaut gerade nach vorne. Perfekt, perfekt, perfekt. So, was ist das denn? Schlecht. Ist ein Auto da hinten? Geh schlafen! Perfekt. So. Nice, Leute. Nein, bleib liegen. Oh mein Gott, Alter, der ist richtig zäh. Der ist zäh, Alter. Okay, sehr gut. Wir haben ihn ausgeschalten. Niemand mehr ist hier am Tor. Das heißt, wir können jetzt hier reingehen. Kein Alarm wurde ausgelöst. Niemand hat uns bemerkt. Okay, wir Meine Website. Selbst gebaut. Mit Jimdo. Kostenlos und mit Gelinggarantie. Wir schauen mal, wie wir hier reinkommen. So, wo ist das Auto von den Forschern, was wir gerade gesehen haben? Ich werde mich mal umgucken. Boah, hier sind auch richtig viele Autos auf dem Parkplatz. Ich glaube, da drin ist viel los in diesem Labor. Okay, Leute, wir sind jetzt hier gleich bei dem Eingang. Ey, warte mal. Da ist das Auto. Die fahren da gerade rein. Die fahren da rein und eine Wache noch davor. Eine Wache ist noch davor. Den müssen wir ausschalten, dass wir da reinkommen. Ich will wissen, was es mit dem Labor auf sich hat. Was sie da für ein paar Vögel abschießen. Boah, der schießt einfach Detlef, Vögel. Detlef. Ja. Detlef, hör mir genau zu. Jawohl, Chef. Pass auf. Es haben mich sehr viele im Würfelpark gesehen. Wir werden beobachtet. Du weißt, wenn irgendetwas schief geht, dann steht die Menschheit auf dem Spiel. Und du wirst der Schuldige sein. Hast du mich verstanden? Ja, Chef. Und jetzt arbeite weiter. Alter, was reden die da? Was reden die da? Die Menschheit steht auf dem Spiel. Irgendwas mit... Keine Ahnung, Alter. Das ist zu krass, ey. Leute, wir müssen den Typen ausschalten. Wir müssen da unbedingt rein. Wisst ihr was? Ich werde ihn jetzt einfach... Ich gehe ein bisschen patrouillieren. Sehr gut, sehr gut. Der kommt gleich. Wir haben eine Schalldämpferpistole. Ich werde ihm gleich einfach einen sauberen Kopfschuss geben. Sehr gut. Einfach weg damit. Einfach weg. Sehr gut ausgeschalten. Okay, wir rushen da jetzt rein, Leute. Wir rushen da rein. Ja, das Tor öffnet sich, das Tor öffnet sich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da drin ist das Auto. Das Auto ist hier. Ey, Leute, wo haben die den alten Mann hingebracht? Ich nehme an, dass der nicht mehr hier im Auto drin ist. So, warte, wir schauen hier mal rein. Nein, der ist nicht mehr da und die beiden Forscher sind auch nicht mehr da. Wir müssen uns hier reinschleichen. Oh mein Gott. Nein, da vorne ist auch nochmal eine Wache. Da vorne ist auch nochmal eine Wache. Shit. Wie krank ist das hier bewacht, Leute? Ich muss Schalldämpfer, das Licht ausmachen. Die dürfen uns nicht bemerken. Okay, langsam hinterher. Ich will die Forscher verfolgen. Oh, Zigarette, Pause, Beste. Oh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich komm schon raus. Wir teilen jetzt einfach nur saubere Kopfschüsse mit Schalldämpfer, Leute. Kein Problem. Kein Problem. Ey, wo sind die hin? Oh mein Gott, Leute, das ist richtig mysteriös hier. So ein verlassenes, dunkles Labor. Ich hab irgendwie ein bisschen Angst, Digga. Da ist noch einer, da ist noch einer. Okay, Messer raus, wir werden ihn abstechen. Oh. Hey, hey. Oh, das war knapp. Fast hätte der den Alarm ausgelöst. Ich hoffe, keiner hat den gerade gehört. Der hat ein bisschen laut geschrien, als wir uns den geholt haben. Wir müssen mehr aufpassen. Die Forscher sind hier vorne langgelaufen. Komm, hinterher. Ey, Leute, wo sind die hier hin? Ich habe die Forscher verloren. Wo sind die hin? Einmal bitte Versuchskaninchen XYZ in mein Labor holen. Komm mit hier rein. Ey, ich habe hier gerade einen Funkspruch gehört. Die wollen irgendwie jetzt Menschenversuch oder so machen. Ey, da vorne sind die. Ich sehe die wieder. Würzwald, wir haben nicht Zeit. Ey, wir haben nicht ewig Zeit. Das ist der alte Mann von gerade eben. Sofort hin, auf den Boden. Jetzt sofort. Nein. Oder du bist gleich einen Arm kürzer. Nein. Bitte lass mich in Ruhe. Ey, ich muss sehen, was die da machen, Leute. Auf den Boden. Kinder. Oh. Brian, bring mir die Reagenzgläser dort drüben her. Sofort. Was macht? Die haben den alten Mann da umgeboxt. Was machen die da? Bitte, ich habe Enkelkinder, die warten auf mich.
Siehst du das, was hier draufsteht? Ich dürfte mich nicht sehen. Ja. Checkst du, in was für einer Lage wir uns gerade befinden? Wir müssen das ausprobieren. Wir müssen das ausprobieren und es muss einfach klappen. Wie es geht schief, dann mache ich dich dafür verantwortlich. Checkst du das? Wir schaffen das schon. Oha. Okay, ich muss ihm ganz kurz... Meine Website. Selbst gebaut. Mit Jimdo. Kostenlos. Digga. Und mit Gelinggarantie. Deine Website juckt niemanden. Ein Stückchen aus deinem Arm rausreißen. Ich hab Kiss. Das wird jetzt Was machen die da mit dem? Okay. Und jetzt gib mir das Reagenzglas. Was für ein Reagenzglas? Was machen die da mit dem armen alten Mann? Trink, du alter Mann! Versuchskaninchen XYZ ist leider auch gescheitert. Bringt mir bitte das nächste Versuchskaninchen. Alter, Leute, die haben da einfach Menschenversuch gemacht. Hä? Was? Es hat geklappt. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Der alte Mann hat sich gerade in Baby verwandelt, Leute. Oh mein Gott, der rennt hier raus. Bleib stehen, Baby. Kleines Baby, bleib stehen. Nein, der bringt ihn zu mir, Nein. So, Hände hoch, Forscher, Hände hoch. So, ihr Stück Scheiße. Ich hab genau gesehen, was ihr hier gerade gemacht habt. Ey, du bist doch der kleine Junge vom Würfelpark. Ja, ich hab euch gesehen. Was habt ihr mit dem alten Mann gemacht? Ihr habt ihn in ein Baby verwandelt. Was ist du kleiner Mann? Dir geht's doch nicht ganz gut. Was macht der da? Verwandelt der sich schon wieder? George, du musst ihn attackieren bei 3. 1, 2, 3. Der stirbt! Oh. Alter, Leute, die haben die umgebracht. Ey, was ist mit dem Baby? Der Arme, der rennt weg. Ey, geh in die Freiheit, ich kann nichts mehr für dich tun. Oder nein, was macht der? Nein, ey, der jagt sich selbst in die Luft! Ey, Bro, das ist zu krank, was hier abgeht. Ey, Leute, wir müssen das hier checken. Wir müssen das mal kurz untersuchen. Habt ihr das gesehen? Dieser alte Mann wurde in ein Baby verwandelt. Richtige Durchsage. Wir haben hier einen Eindringling. Bitte Verstärkung rufen. Oh, Leute. Nein. Die haben uns bemerkt. Ey, die kriegen gleich Verstärkung. Wir werden gleich Wachen kommen und so weiter. Ey, Leute. Nein. Ey, was meint ihr? Sollen wir hier irgendwas nehmen? Sollen wir hier einfach irgendein Mittel einwerfen, dass wir hier lebend rauskommen? Vielleicht bringt das ja was. Ey, Leute, was sind das hier für Mittel? Oh mein Gott, wir müssen schnell was in meinen Rucksack packen. Hendok! Oh nein. Die Sicherheitsthema ist da. Ich muss die Tür abschließen. Nein. Oh mein Gott, ich hab die Tür abgeschlossen. Ihr kommt hier. Das ist Panzerglas, ihr Idioten. Mach die Tür auf, Junge. Oh nein. Junge, es gibt mir 2 Minuten. Ich hol was. Ey, Leute, wir kommen hier nicht lebend raus. Das sind 3 schwer bewaffnete Soldaten. Wir müssen irgendwas von diesen Mitteln hier nehmen. Vielleicht macht uns da irgendwas unsterblich, wenn allein diesen alten Mann was in ein Baby verwandelt hat. Lass mich mal kurz lesen, was da steht. Mittel C30, Mittel C120 und XY-Syndrom C. Hä, was ist das, Alter? Ey, wisst ihr was, Leute? Ich werde jetzt einfach mal irgendwas davon probieren. Wir müssen einfach mal testen. Oh, Leute, oh nein, wir hauen uns das rein! Oh mein Gott! Was ist das? Hey, Leute! Ich bin ein Baby! Ich hab mich in ein Baby verwandelt! Okay, Leute, aber das ist nicht gut. Das bringt uns ja gar nichts hier als Baby. Da sind wir ja noch verwundbarer. Okay, wisst ihr was? Wir müssen ein anderes Mittel probieren. Okay, wir kippen uns nochmal was Neues rein. Oh mein Gott, Leute, ich bin ein Affe. Ich habe mich in einen Affe verwandelt. Okay, Leute, so ein Affe bringt uns jetzt hier irgendwie auch nicht so viel. Oh nein, Leute, uns bleiben nur noch 2 Minuten Luft hier in der Kammer. Wir müssen hier gleich draußen, da draußen warten, aber immer noch die Soldaten. Oh nein. Okay, Leute, wir werden jetzt hier das letzte Mittel versuchen. Ich hoffe, das bringt uns jetzt wirklich mal was. Okay, wir trinken hier die letzte Substanz. Ich hab alles da. Oh mein Gott, Leute, guck mal, wie stark ich bin. Alter, ich bin ja ultra stark jetzt. Alarmstufe rot. Oh mein Gott, das hilft mir, damit werde ich rauskommen. Oh, nein, die haben gesprengt, Angriff, Leute. Angriff. Oh nein, die Tür geht auf. Ihr kommt nicht durch meine Muskeln. Super Punch. Boom. Hast du Angst, kleiner Mensch? Oh mein Gott, Leute, seht ihr das? Wir sind ultra stark. Wir haben irgendwie so Muskeln aus Stahl, Alter. Oh mein Gott, der Trank gefällt mir. Der Trank gefällt mir richtig gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier erstmal raus. Aber das Problem ist, der Alarm ist immer noch an. So, oh mein Gott. Meine Website.
Selbst gebaut. Deine Website, mit Jimdo. Kostenlos und mit Gewinngarantie. Gott, Leute, nein, wir haben 5 Sterne bekommen, die haben Alarm ausgelöst. Na, du kleiner, schmächtiger Mensch. Er denkt, er kann mich abknallen, aber ich hab Muskeln aus Stahl. Oh, habt ihr gesehen, wie die wegfliegen? Mach das Tor auf. Wow, ich hab den Supertrank getrunken. Power Punch! Oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, ich guck mal, kann ich jetzt auch Ultra auch springen, weil ich bin ja richtig stark. Wow! Leute, guck mal, wie krass ich auch springen kann. Ich habe einfach so eine super Muskulatur. Ich renne schnell, ich springe höher und ich schlage Herd dazu. Wir hauen jetzt hier ab. Wir hauen vor der Polizei ab. Ja. Guckt euch mal die Polizeiautos an. Wow. Oh mein Gott, wir hauen alles weg. Wir hauen alles weg. Wow. Oh mein Gott, Leute, wisst ihr was? Ich werde mal noch eine andere Superkraft von mir testen. Oh mein Gott, Leute, guck mal, ich bin so stark, dass automatisch schon alles von mir wegfliegt. Wow. Oh mein Gott. An diese Superkräfte kann ich mich gewöhnen. Wir hauen jetzt hier erstmal von der Polizei ab. Wow, alle beiseite, ihr Schmalspuren. Woohoo. Oh mein Gott, ich merke langsam, Leute, das macht... Oh mein Gott, meine Muskeln. Alter, ich habe das Gefühl, die werden immer krass stärker. Boah, das tut langsam richtig weh. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss zu einem Freund von mir. Ich werde zu Amir gehen, ihn um Hilfe bitten. Oh mein Gott, Leute, wir sind gleich bei Amir. Oh nein. So, nein, meine Kräfte wirken gehen. Immer noch. Meine Kräfte wirken immer noch. Alles geht kaputt, wenn ich in die Nähe gehe. Ist mein Frauen los. Seht ihr, wie alles hier wegfliegt? Wer bist du denn? Hey! Amir, ich bin's. Meine Hand! Amir, bleib. Nein, du darfst mir nicht zu nahe kommen. Du wirst immer wieder wegfliegen. Wow! Oh mein Gott, Leute, meine Kräfte werden zu stark. Amir, ich bin's, Max. Wie Max? Amir, komm mir nicht zu nah. Meine Muskeln. Wer ist dein bester Freund? Mein bester Freund ist Tuan. Was ist wirklich Max? Max, was ist mit dir passiert? Amir, du warst im Gym zuvor. Nein, ich war im Human Labs und habe einen Geheimtrank getrunken. Und meine Muskeln werden immer stärker. Hey, Max. Max, wenn du was getrunken hast. Es muss immer ein Gegengift irgendwo geben. Amir, du musst mir helfen, du musst mir das Gegenmittel beschaffen. Ja, wo hast du es getrunken? Gab's eine gleiche Flasche? Hast du irgendwie eine Flasche bekommen? Stand da neben einer? Da war ein alter Mann, der hat mir einen Trank gegeben. Das ist in meinem Auto, in diesem neuen Rolls Royce. Du musst ihn herbringen. Wo ist der? Wow. Er steht am Würfelpark. Geh weg von mir. Oh mein Gott, Leute. Ich geh's besorgen. Okay. Warte hier, Max. Mach nichts kaputt. Ey, Leute. Oh mein Gott, hört ihr das? Meine Stimme wird auch immer dunkler. Ich hab solche Schmerzen. Oh mein Gott. Warte mal. Hilfe, bitte helfen Sie mir. Nein. Leute, seht ihr, die Autos gehen schon kaputt, nur wenn ich in die Nähe komme. Oh mein Gott. Ich brauch unbedingt das Gegenmittel. Ich werde doch die ganze Stadt verwüsten. Max, bleib stehen! Amir, komm mir nicht zu nah! Oh mein Gott, warte! Hier in meinem Auto ist es! Nein! Oh, mein neues Auto! Hol das Bier in der Hand! Das tut weh! Okay, warte! Ja, ich komme! Ich trinke Amir! Bring dich in Sicherheit! Oh mein Gott, Amir hat mir das Bier gegeben! Ich muss es schnell trinken! Das ist der Trank! Trink ihn! Max! Oh mein Gott. Max. Leute, was ist passiert? Aufstehen, Max, komm, ich helf dir. Amir, Alter, danke. Ey, du weißt in letzter Sekunde nochmal kommen. Ich glaube, das hätte mich umgebracht. Das wurde immer stärker. Es ist alles um mich rum schon kaputt gegangen. Du hast mich echt gerettet. Das war zu krank. Bro, du weißt nicht, was da in den Human Labs abgeht. Die haben da einfach einen alten Mann zu einem Baby verwandelt und so weiter. Und dieser Digga, dann halt dich fern davon. Ja, ich werde da auch nicht mehr hingehen. Bro, ey, ich gehe einfach nur nach Hause. Ich bin müde, ich geschlafen. Amir, ich danke dir, ja? Ich auch. Ciao, Bro. Ey, Leute, das war's für heute gewesen. Das war ja heute wieder ganz krank. Schreibt in die Kommentare, sollen wir trotzdem den Rolls Royce kaufen? Lasst den Like und den Abo. Zu wild. The A40 TR Headset, straight out of the box. It comes fine-tuned for gaming. Wenn ich diese Werbung hasse.
So, gucken wir mal, Quality Content hier. Fritz Meinecke, jawoll. Hallo, ich bin's Fritz und es geht weiter auf. Ja, Leute, ich bin's Fritz. Unsere abenteuerlichen Reise. 100 Kilometer. Digga, wieso hab ich gestern bis 5 Uhr gesoffen? Das war so dumm. Mit dem Schlauchboot. Also, bleibt dran. Viel Spaß. Leute, ich glaube, nach dem Video kann ich auch, werde ich auch das Video hier beenden, weil ich glaube nicht, dass wir uns noch ein Video reinziehen können, weil sonst ist es schon über 40 Minuten drüber. Mit dem Video. Meinecke, so, wie machen wir das jetzt hier mit einem Übernachtungsspot eigentlich? Außerdem kriege ich langsam Hunger. Ich hau meinen Biwaksack einfach da vorne hin. Dann kann ich auch ein bisschen gucken. Biwaksack ist übrigens sein Penis. Hier ein Regen. Hodensack. Steinwaffe. Pisse ist in den Eiern. Nee, dafür ist er ja noch. Du, wenn es regnet, regnet es auch hier drunter. Also. Ja. Man soll bei Gewitter auch nicht unter Baum schlafen. Das ist richtig. Ich habe das Feuerholz noch von gestern mitgenommen, das was übrig geblieben ist. Ah ja. Die Vorhaut ist das Zelt. So. Digga, guck mal, das ist doch Leben einfach, oder? Das ist doch fucking live. Sehr schön, Alter. Einfach draußen. Mittlerweile hat es gut eingeregnet hier. So muss das sein. Mach's mir gemütlich unter meinem Poncho. Feuer brennt natürlich trotzdem. Das ist doch chillig, oder? Sieht aus wie ein begossener Pudel mit seiner Jacke. Wieso? Sieht aus, hättest du so ein Bolero-Jäckchen an. Naja, ich mache mir was zu essen, Freunde. Bommel lernt weiter fleißig für seinen Bootsführerschein. Ey, ich freue mich so auf diese Hunger-Games von denen. Kann so einen guten Fernspäher-Boni natürlich auch davon nehmen, um einen heißen Topf anzufassen, habe ich mir sagen lassen. Nee, das geht. Boah. Ah, es gibt Nudeln, ja lecker, guck mal. Man muss sowas auch einfach mal genießen. Das ist wichtig. Ja. Beste Leben, Bro. Würdet ihr mit Fritz Meinecke eine Nacht in einem Zelt schlafen, Chat? Guten Appetit, Freunde. Momentan gucken wir einfach nach Ferienwohnungen in Deutschland, weil wir dann einfach auch nicht so weit fahren müssen. Gerade jetzt wollen wir natürlich flexibel sein. Da wähle ich einfach den Filter kostenlos stornierbar. Und bei Home2Go finde ich das alles. Finde euer Traumferienhaus in der Home2Go-App oder auf home2go.de. Sicher, alright. Natürlich trotz Poncho überall ein bisschen nass hier, ab Knie und so weiter, das alles. Nein, ist haram. Klitschnass, Schuhe sind zum Glück innen drin noch trocken, aber auch Haare so ein bisschen nass und so weiter. Aber scheißegal, ist nicht so wichtig. Bommel geht da hinten schon an seinen Hängematten-Spot. Ich werde es mir hier gemütlich machen mit dem Biwaksack, weil da hinten. Wieso schlafen die immer voneinander weit weg? Warum? War keine schöne Stelle. Prinz Meinigen sieht nicht aus wie Mickey. Mickey wiegt das Zehnfache. Laut Regenradar ist jetzt aber nur so ein Zeitfenster von ungefähr 20 Minuten, deswegen. Ne? Angriff. Wieso gehen die immer so weit voneinander weg? Ich verstehe das nicht. Wegen Corona? Man muss es ja positiv. Damit die wichsen können, ja. Positiv sehen, wir haben den Observer noch nie bei richtigem Regenwetter getestet, wenn ich mich erinnere. Von daher soll es heute Nacht ruhig mal ordentlich schütten. Isomatte aufpumpen. Wie kann man sich darauf freuen? Das ist so clever, dieses Ein-Mann-Zelt. Mein Lager steht ja und gleich kommt die nächste Front in so 10, 15 Minuten. Deswegen schauen wir nochmal kurz bei Bommel vorbei. Ah, die sind im Krieg. Und dann werden wir uns wahrscheinlich in unsere Shelter zurückziehen, weil wir sonst einfach klitschnass sind. Was macht man denn da die ganze Zeit, wenn man in diesem Ein-Mann-Zelt ist? Ja, Bommel hier auf jeden Fall schön im Hängematten-Zelt unterwegs. Ist eigentlich bei Regen fast noch mit das Geilste, muss man sagen, ne? Clash Royale. Wenn's schifft und du einfach vom Boden weg bist und dein. Maybe bad was mit Paperplatte. Nee, danke. Spannend in der Hängematte bist, ist schon geil. Mein Setup. Ich hab Beef mit Kevin gerade. Mit einem schönen ein Blick aufs Wasser, beziehungsweise wenn ich vorne rausgucke, habe ich hier auch gleich noch was Wasser. Herrlich. Schön auf so einer Buhne hier drauf. Genau. Ich werde mich jetzt hier reinpflanzen und meine Klamotten hier in den Dryback reinpacken und meine Schuhe. Dann sollte hoffentlich erstmal halbwegs alles trocken bleiben. Und dann gucken wir mal, wie das heute Nacht hier wird. Ich ziehe mich hier gerade aus und merke natürlich, dass meine Hose irgendwie unten nass ist. Meine Schuhe sind schlammig und nass. Ja, hier die Arme sind nass und so weiter. Und der Punkt ist der, dieses Thema, ja, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht. Aber wenn man draußen ist, Overnighter, Bushcraft-mäßig, was auch immer, ja, bei Nässe
Und man hat irgendwie Regenkleidung, Regencape, was auch immer, Poncho dabei. Das heißt nicht, dass man trocken bleibt. Man wird einfach nur nicht ganz so nass. In dem Moment, wo ich meinen nassen Kram jetzt hier reinpacke, ist hier eine Feuchtigkeit drin. Im Biwaksack ist eine Feuchtigkeit, meine Haare sind nass. Alles wird klamm und feucht. Das kann man, glaube ich, auch einfach nicht verhindern. Das heißt für mich persönlich... Doch, wenn man ein Haus hat. Regenkleidung oder auch jetzt hier einen Tarp, was auch immer, führt dazu, dass ich weniger nass bin. Dass ich nicht ganz durchtränkt bin. Mhm. Aber eine gewisse Feuchtigkeit und so weiter hat man bei so einem Schmuddelwetter immer dran. Das kann man einfach nicht verhindern. Und dann braucht man einfach das richtige Mindset. Ja? Dass Regen einen eigentlich nicht stört. Das ist was ganz Normales. Dass Tiere bei Regen auch alle draußen sind. Und die haben nicht mal einen Poncho oder eine Regenjacke. So. Ja, die haben Fell, die schütteln sich einmal und ist wieder gut. Ja gut, aber ein Hund kann auch keine Erkältung bekommen. Doch, kann er. Von daher, wieder dran lecken. Regen ist flüssiger Sonnenschein. The A40 TR headset, oh, straight out of the box. It comes fine-tuned for gaming. It uses Astro Audio Schein, Freunde. Ganz genau das. Ich wollte den Biwaksack eh mal richtig schön bei Regen austesten. Chillig. Ui. X-Rob, dankeschön. Guck mal, wie schön. Stellt euch vor, ihr wacht morgens auf und das ist das Erste, was ihr seht. Maschallah. Wir haben 6 Uhr. Eine gute... Gibt's eine Höhlen-Data-Pack? Kondensfeuchtigkeit hier im Biwaksack. Ja, das ist nass hier. Und das läuft doch. Das muss aber auch so. Ist wichtig. Es ist Feuchtigkeit im Haus. Was wollt ihr hören, Freunde? So ist es halt. So wird es auch immer bleiben. Es ist ein ganz normales physikalisches Phänomen. Das Kondenswasser. Oh, schön ist es aber gerade hier. Guten Morgen. Naja, später vielleicht. So, Freunde. 10 Minuten später, jetzt bin ich auch mal ordentlich wach und wäscht er sich im Wasser? Schon mal aufgestanden. Ich habe das Regenrad einmal gecheckt. Es soll in einer Stunde ungefähr anfangen zu regnen. Das heißt, jetzt alles zusammenpacken. Auch wenn es hier irgendwie, ja... Klitschen ist das falsche Wort, aber schon noch sehr, sehr viel Feuchtigkeit überall drin hat. Kann man in dem Moment nicht ändern. Ist aber auch nicht so schlimm. Ja, bringt einen nicht um. Ist halt ja, ein bisschen klar. Nass. Natürlich. Scheiß drauf. Genau, werde jetzt alles zusammenpacken. Gleich noch einen kleinen Snack mir vorbereiten, den ich dann aber wahrscheinlich auf dem Boot essen werde. Immer schön. Und genau, Bommel hat auch schon ein Lebenszeichen hinten gegeben. Der wird schon wach sein und sein Lager gerade abbauen. Oh, und es ist irgendwie schon eine geile Stimmung, muss ich sagen. Man merkt richtig so. Kennt ihr das nach so einem einfach? Sommerregen? Wir haben noch keinen Sommer, aber... Diese Frische. Immer chillig. Oh, irgendwie gibt mir das Energie. Ich find's geil. Ich find's nicht so geil. Ich find's sau chillig, wenn die ganze Zeit Autos hupen und überall ist Smog und man ist richtig in der Stadt und überall ist Hundescheiße und es schreien Leute rum und alle sind besoffen. Das ist Leben, oder? Sollt ihr gucken gleich mal, wie lange das Video noch geht, Leute. Also. Von dem anderen. Ich mag es, wenn es auch mal ein bisschen, und ansonsten, ein bisschen härter ist, wollte ich schon sagen. Alles klar, das war's wieder komplett. Na, ich packe gerade den Schlafsack ein und hier sieht man es ganz schön. Das ist jetzt die Rückseite, die ist wirklich trocken. Und obendrauf ist aber alles klamm. Aber die Isolationsleistung ist komplett gegeben, also man friert deswegen jetzt nicht. Und innen drin ist er auch trocken, ne? Wenn ihr jetzt aufmacht. Also nach innen drin hat es die Feuchtigkeit ja nicht geschafft. Wer halt der Meinung ist, dass man mit Top-Ausrüstung immer komplett furztrocken bleibt, der darf mich gerne eines Besseren belehren und mir seine Tipps und Tricks weiterleiten. Guck ich mir natürlich gerne an. Aber meine persönliche Erfahrung ist, wie gesagt, bisher immer so gewesen, die Ausrüstung führt dazu, dich vor Nässe zu schützen. Mhm. Ja? Nie zu 100%. Man wird immer ein bisschen... Aber das Ding ist doch, guck mal, wenn ich jetzt einen kompletten Gore-Tex-Wetter-Regenanzug anhabe, ja, der komplett wasserabweisend ist, klar ist das nass, aber wenn mein Rucksack doch wasserdicht ist und wasserabweisend und mein Anzug und alles, was ich anhabe und ein Poncho und so weiter und so fort und meine Schuhe doch auch, ja, dann werde ich doch nicht nass. Oder, also, weißt ihr, versteht ihr, was ich meine? Als ob das nicht geht. Also, als ob man nicht komplett irgendwie, oder? Man wird nicht komplett trocken bleiben. Nass und feucht, das ist ja das Ding. Normal. Aber halt nicht klitschig. Hey, wie soll ich denn da, wenn man sich mit dem Schlafsack schon einen kompletten Regen, ja, dann pisst man sich halt nicht an. Sehe das Ganze jetzt anders aus. Dann könnte ich ihn ausfringen. Alles wieder in die beiden Rucksäcke verstaut. Bombe ist auch am Start. Viel Spaß und Schweiß. Oh, shit. Sattelt sich wieder mit seiner Schwimmweste. Ich bin einfach ein fucking Rettungsweste. Sorry. Ich habe eine Schwimmweste. Bombe hat eine Rettungsweste. Da muss er nämlich auch mal an den kleinen Ding hier ziehen, Alter. Wieso haben die eine an? Können die nicht schwimmen? Nee, die wollen nur nicht pissnass werden. So, alles weggeräumt.
Das Material wird immer irgendwie Wasser, außer es ist hydrophob oder eben Lotus-Effekt. Ja, aber gibt's das nicht? Gibt's nicht so komplett hydrophobe Kleidung? Und alles wieder so hinterlassen, wie man es vorgefunden hat. Boah, lass mal einen Rucksack stolpern hier. So, voll beladen den Kahn. Nein? So, mit. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass es nichts gibt, was komplett wasserabweisend ist, als ob. Einem gezielten Sprung. BS. Wie eine Gazelle rein da. Yippie! Es ist also mittlerweile, Bommel hat es gerade schon gesagt, hier ist richtige Sandparty. Es ist einfach alles nur noch sandig, matschig und. Doch, dann ist es lustig, dann wird es viel zu heiß hier. Nass. Bommel, wir kommen heute nicht drum rum. Wir werden heute auf diesem Kahn im strömenden Regen sitzen. Ich habe mir doch die Hoffnung, dass es vielleicht nicht so ist. Ich sag mal so: 20% Wahrscheinlichkeit ist, dass es nicht passiert. Ja. Achtung. Bommel, sein Blick war leicht panisch. Das ist Bommels erste Zecke. Das ist hier wirklich die allererste. Hast du noch nie eine Zecke? Also ich habe jedes Jahr 10 Zecken. Anna Wester. Im Erste-Hilfe-Set. Eine Zeckenzange. Wir Zugriff. Könnten auf dem Boot jetzt Zugriff. Eine Operation wagen. Zugriff. Arzt der Zeckologie? Ich bin Zeckologe tatsächlich. Das wissen die wenig. Das wissen wirklich. Oh, hoffentlich hat er die am Schwanz. Ich bin nicht nur Höhlenforscher, sondern ich bin auch Zeckologe. Muss ich mich jetzt hier so auftun? Oh, ich muss auch mal in eine Zeckenposition gehen hier. Oh, bitte, bitte, bitte. Kann der dir am Pimmel rausziehen? So. Ich hab mal jauscht. So, wo war denn der Aal hier? Ich lebe gestern in dem Grasspot, wo ich Pentau. Wow. Komm, lass los hier, du Scheißvieh. Weil da halt immer noch Haare mit drin hängen, deswegen greift die Zeckenzange nicht so richtig geil. Warum? Alter, die ist richtig fest. Klar, so bleiben. Wir müssen rasieren. Operation Zeckologen Meinecke. So, jetzt dürfen wir uns aber nicht bewegen. Jetzt mal hier auf Pinzette. Alter. Jo. Jo, ich hab's da. Ja, kannst. Da. Also ist komplett raus. Das ist Ass. So, ich würde noch mal einmal kurz einen Kontrollcheck machen, weil als Zeckologe musst du auch immer noch eine Nachprüfung machen. Na klar. Jo, also siehst du ein richtiges Loch. Der hat letztens auch eine gehabt. Also so ein richtiges, wie so ein kleinen Mini-Krater unter Mikro. Kann der jetzt nicht Borreliose oder sowas haben? Ripphirnflüssigkeit, Digga. Kann das jetzt nicht über Deadly sein? Mikroskop wäre das wahrscheinlich richtig krass. Freunde, Zecken so unnötig, kommt gerade ein großer Kahn, der hat jetzt schon Anihub. Vielleicht ist immer ein bisschen schlaksig gerade unterwegs. Grüße, hallo. Digga, stell dir mal vor, die denken jetzt, das sind Piraten und dann schießen die einfach auf die. Ich zieh mir jetzt eine Unterhose an. Okay. Bisschen kalt. Es ist hier auch alles dreckig, matschig. Boah, jetzt hat die aber eine. Oh. Was denn jetzt? Also, Sand ist dein Element. Sand ist mein Element. Yippie, yay, Schweinebacke. Oh! Paddelt nur einer von den beiden, was soll die Scheiße? The A40 TR headset straight out of the box. Geil. Tuned for gaming. Use an Astro Audio Beat. Rucksack weg, ist das Kino oder? Ach ja, komm. Jetzt bin ich natürlich auch beruhigt, ne? Digga, das ist ja übernervig, ist ja alles komplett nass und alles, Digga. Das wird nicht. Junge. Der Rucksack muss theoretisch weg. Ja, dann wollen wir mal kurz. Haki, danke schön. Ja, ist ja überstressig einfach da, what the fuck? Ich muss mich so auf der Kante setzen. Wie so ein Keck, Alter. So, Freunde, es hat sich richtig schön eingeregnet. Aber es hilft ja alles nichts. Mann, wie belastend einfach. Nee, es ist wirklich ein sehr schöner Ausflug, muss man sagen. Ich sitze hier optimal. Ja, schlecht. Wie so ein Elfchen auf dem Schleifstein. Und das Geile ist, der Regen kommt von da. Das heißt, Bommel kriegt das nur in den Nacken. Ich krieg's komplett in die Fresse. Boah, ist das scheiße, Alter. Man hätte sich auch einfach ein Motorboot nehmen können. Wieso fahren die nicht Zug? Es muss auch mal scheiße sein, Freunde. Ja, wir hatten die ersten anderthalb Tage, zwei Tage könnte man fast sagen, richtig gute Sonne. Heute regnet es einfach mal den ganzen Tag. So ist das halt auf dem Amazonas. Manspreading, der klaut den ganzen Platz, no joke.
Ah, das ist echt scheiß Boden. Ich sag ja, einfach mal was Schönes machen. Das ist auch schön. Ich fühl so mit. Ich fühl so mit. Regen ist halt einfach kein flüssiger Sonnenschein. Hä, doch guck dir das mal an hier, herrlich. Prima. Also ich finde es gar nicht so schlimm. Na, es ist Aber es könnte noch schlimmer sein, es nieselt ja nur so ein bisschen. Stell dir vor, richtiger Starkregen. Wind von vorne und krass, dass keiner von denen reingefallen ist. Noch so gut. Ne? Ich hoffe, einer fällt ins Wasser. Mann, warum seid ihr so chat? Kilometer vor uns. Warum seid ihr so? So, Freunde, ich habe extra nochmal gebremst für euch. Ich drehe nochmal hier eine Ehrenrunde, denn im Hintergrund seht ihr jetzt nochmal eine wunderschöne Brücke. Die ist wunderschön. Ich habe keine Ahnung, was das für eine ist. Das ist die Rockholzbrücke. Kurz vor Schönebeck. Ja. Der Brückengerät. Ja. Was für ein Ding? Der Brückengerät. Der Brückengerät. Es ist doch herrlich, Freunde. Es ist einfach herrlich, nochmal so ein Kraftwerk der Architektur zu sehen. Also nein. Das ist nämlich auch die große Brückentour, die wir hier mit euch gemeinsam machen. Und... Ja, Fritz Meinecke hat aber ein anderes Tempo drauf. Eine Sache, die ich natürlich auch noch ansprechen wollte. Das ist die aus San Francisco. Auch die Wikinger damals haben viel gerudert. Ja, die sind nicht nur immer gesegelt, sondern auch viel gerudert. Digga, für Wikinger muss es ja anders stressig geworden sein. Überleg mal, Bro. Die sind ja immer nass gewesen. Deswegen ist es auch eine Art Wikinger-Tour hier. So, jetzt habe ich wieder 40 Sekunden lang Scheiße gelabert für euch. Dann geht's und wir sehen uns entspannt, demnächst. Entspannt. Ich muss jetzt erstmal ranklotzen, die nächsten Kilometer. Over and out. Unangenehmer Wind von vorne. Unangenehm. 317, Freunde, in wenigen Metern erreichen wir die 317. Und wer sich zurückerinnert, vor 3 Tagen starteten wir bei 217 Kilometer. Das heißt, summa summarum, ja, mal abgezogen von Zickzackfahrerei, sind wir in wenigen Sekunden an der magischen Grenze von 100 Kilometern mit dem Schlauchboot. Ja, also eigentlich ist hier schon Schluss, aber hier ist ja nichts. Geisteskrank. Eigentlich der Schluss, aber ihr wisst es, Freunde, die Extrameile. Nicht 100%, sondern 110%. Deswegen kloppen wir jetzt schon mal einen drauf. Und also bei einer Extrameile, also 110% wären dann 110 Meilen, Fritz Meinecke. Karre noch mal gute 8 bis 10 Kilometer weiter bis in den Stadtkern der Landeshauptstadt Magdeburg, meine Freunde. Wir sehen uns wieder im Ziel! Jetzt geht's. Nee. Doch, hier läuft ein Video. Jetzt läuft ein Video tatsächlich, ne? Eine Sekundenschein. Ein Video. Freunde, wir rudern in den Yachthafen von Magdeburg. Nein, keine Ahnung, ob der Yachthafen ist oder nicht. Im Hintergrund, ich drehen wir einmal kurz um. Kamera. Ach so. So, da hinten ganz, ganz klein sieht man den Magdeburger Dom. Komm ran, mein Freund. Schaff's, Freunde, so sieht's aus. Faust, komm. Bam. Gut gemacht, wir Jungs. Wir haben über 100 Kilometer geschrubbt. Also, gut, Freunde, Jungs. Ihr habt's geschafft. Schaut gerne bei Bommel auf Instagram vorbei. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, Daumen nach oben. Hä, ist der Sound so komisch oder habe ich gerade einen Schlaganfall? Oder hört ihr das auch? Wahrscheinlich Schlaganfall, Revi. Können wir einen Clap für die Leute haben? No front. Können wir einen Clap haben? Wieso habe ich die Paperhands gemacht? Naja, scheiß drauf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Okay. Digga, hat einfach seine Weste aufgepustet. Noch ein paar abschließende Worte? Es bedrückt mich am Hals. Alles klar, Digga. Sehr schön. Geiles Video, no joke. Geile Serie. Habe ich extrem gefühlt und gefeiert. Das mochte ich sehr. Es war ein Traum, war es. The A4. Jetzt gucken wir mal, Leute, wie lange Arians Video noch geht. Meine Website. Selbst gebaut. Wenn's mit Jimdo. So lange geht, dann machen wir es nicht mehr. Ja, okay. Das reicht schon eigentlich. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Geil. Abo-Button und die Glocke aktivieren, um nichts dazu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute. Würde mich freuen. Und gerne auch einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, ich lese mir den Kommentar immer gerne durch. Und dann würde ich sagen, Leute, euch auf jeden Fall heute einen schönen Tag. Mal gucken, wann das Video online kommt, an welchem Tag. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Bye.